Herzlich willkommen zurück zur Let's Play The Quow. Mein Name ist Gabur. Wir machen weiter. Wir sind auf dem Weg zum nächsten Rennen, zum Advent. Noch 1 Kilometer. Und dann haben wir Spaß am Sack. Spaß am Sack. Tülü, tülü da. Der Skyline fährt durch die... Oh, da wollte ich so schön... Abkürzen hat nicht funktioniert. Warum soll ich jetzt da rumfahren? Warum fahren wir nicht gleich hier rein? Hä? Nein. Einzeln. Los geht's. Jemand zu Hause? Du willst was von mir? Los, hol's! Harry, ich bin's. Alex. Oh, Scheiße. Alex! Ich dachte schon, die wollen mir ans Leder. Wer will das? Eine Menge. Ich hoffte, die tragen's unter sich aus. Weißt du, Mann, das hier hatte früher mal Gewicht. Aber heutzutage... Oh nein. Nein, Mann! Leg du auf! Es ist nicht, was du denkst. Gerade erst draußen und schon mit einem Fuß im selben Kampf wie dein Bruder. Halt mal die Schnauze und hör zu. Ich jage den Mörder von Dayton. Ich brauche Hilfe, Mann. Das wird gefährlich. Und schmutzig. Alles, was ich biete, ist Rache. Nicht mehr, nicht weniger. Für Dayton. Cool. Einen, den wir haben, auf unsere Seite auf jeden Fall schon mal. Ich habe ein lauschiges Plätzchen für unser HQ. Da sollten wir unsere Geschäfte betreiben können, ohne dass wir Aufmerksamkeit erregen. Okay. Da fahren wir hin, natürlich wieder ein bisschen mit Zeit. Nicht hoch. Was heißt nicht hoch? Nicht genug, um besorgt zu sein. Okay, ich bin besorgt. Wie ging's los? Ganz ehrlich? Ein Gefallen für Dayton. Im Ernst? Ja. Er wollte ein legales Business aufziehen. Eine Werkstatt für seine Zeit nach den Five Tens. Jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Ja, jetzt ist er tot. Und wir waren live dabei. Warum bist du nie vorbeigekommen? Ich wollte dich schützen. Solange die Five Tens nicht wussten, wo du bist, haben sie dich nicht gesucht. Aber sie wussten, dass der Dicke mit Dayton ist. Gab das kein Problem? Du hast keinen Schimmer. Das ist vorbei. Ich lebe noch. Noch 30 Sekunden. Wir sind etwas langsam, glaube ich. Alles klar. Das ist nicht übel. Das will ich wohl auch mal sein. Hauptquartier. Okay, ich werde dir jetzt die Situation hier erklären. Erklär. An der Ostküste geht es nur um Autos und Bares. High-End-Wagen kommen aus Europa. Geld und andere Waren gehen raus. Ein gewisser Eric Zhu kontrolliert die Region. Eric ist mit Schiff aufgewachsen. Sie sind zusammen, seit Schiff 13 war. Einer deckt den anderen. Das Problem mit Eric, er ist Psycho. Manchmal richtig Psycho.
Vor kurzem sind Fahrzeuglieferungen verloren gegangen. Alles deutet auf einen Insider. Jeder weiß, es ist Eric. Aber da er so dicke mit Schiff ist, will ihn keiner ohne Beweis beschuldigen. Aber die 510-Oberin interessiert nur ihr Anteil. Wenn Eric also nicht bald das fehlende Geld rausrückt, wird's einen internen Krieg geben. Und wir alle wissen, dass Kriege nicht lange intern bleiben. In vielen Fällen geraten Unschuldige ins Kreuzfeuer. Du willst aufsteigen? Dann hilf Eric, das fehlende Geld aufzutreiben. Und zwar so schnell du kannst. Okay. Wir sind dann wieder der Idiot, der wieder alles richten muss hier. Ja, ich möchte aber nochmal mich ein bisschen hier... King Polo. Ich habe King Polen gelesen. Sorry. Ach, die kann ich gar nicht ändern. Oh, das ist aber doof. Ich nehme King Polo. Ja, ich bin der Polo-Man. Ich bin der Polo-Man. Ich bin der Polo-Man. Ja, ich bin der Polo-Man. Ja, wir können ja hier nichts Großartiges ändern. Außenspiegel können wir vielleicht noch mal ein bisschen... Nein, auch nicht, ja. Also wir haben hier wirklich noch nicht so viel freigeschaltet, meine Damen und meine Herren, ja. Das ist echt noch ein bisschen traurig, was wir hier so haben. Schön, wieder dabei zu sein, Alex. Ja. Ich hab dich im Stich gelassen. Jetzt tue ich alles, damit du Schiff kriegst. Alles klar. Ich brauche mehr Leistung für meinen Nissan GT. Also, ich muss mich wohl mit dem Arsch vertragen, was? Ist unsere Spur, was willst du machen? Der Ort ist auf der Karte. Alex, lass den Arsch nicht warten. Ey, Alter. Ich will Karussell fahren. Alex? Vielleicht. Wer da? Eric Tsu. Ostküsten-Chapter. Du gehörst wohl mir. Du hörst dich nicht gerade begeistert an. Du hast mir keinen Grund dazu gegeben. In New York gibt's ein Straßenrennen. Gewinn oder verpiss dich hier. Okay. Kein Problem, Freundchen. Ja? Straßenrennen ist meine Spezialität für deinen kleinen Arsch, den ich noch mir holen werde. Oh, das war meine Pulle. Habt ihr so gehört? Die ist gerade... Hat sich gerade ausgebollt. Ja? Wir müssen einen weiterfahren. Oh, schöne große Kreuzer, Mann. Rausbeschleunigen. Grüne Welle. Wir haben grüne Welle. Oh, aufgesetzt mal wieder. Grüne Welle. So, was haben wir hier? Schauen wir uns doch den Gedöns mal an. Straßenrennen. Wir würden um 2 Punkte steigen, auf jeden Fall. Ich würde sagen, Leute, ab geht die Post, ne? New York. Ach, die Zeit rennt dann immer. 6-1. Puh! Du weißt, ich wollte dich nicht. Du wurdest mir zugeteilt. Zeig, ob du Geschenk oder Fluch bist. Okay, der Mini könnte gefährlich werden. Da vor uns ist noch ein Skyline. Oder habe ich mich jetzt verguckt gehabt? Zeig, was du kannst. Ne, BMW. Alter, ja, ist klar, der Jeep hängt uns alle in der Beschleunigung ab. Alter, was ist das hier für eine Scheiße? Da komme ich ja gerade gar nicht drauf klar. Alter, der Mini da vor uns. Das war aber Lack. Du hast es ja doch drauf. Ja, meinst du, ich bin so ein Schwachkopf wie du, oder was? Oh. Der andere Leute seine Drecksarbeit erledigen lässt. Oh.
Das hat richtig fett. Haben sie dadurch jetzt aufgeholt. Oh, hier lang, denke ich. Komm, Baby, komm. Scheißen Dreck. Du willst, dass ich recht behalte? Oh, was mache ich denn jetzt hier zweimal? Oh, ja, da müssen wir nochmal fahren, Leute. Da habe ich jetzt mal gerade richtig gegimmt. Wird super gefahren. Ach, das ist mit der Checkpoint. Ich habe gehört, das wäre jetzt das Ende gewesen. Ich habe keinen Noss. Ich glaube, Windschatten gibt es hier nicht. Nicht geschafft. Nochmal, natürlich nochmal. Das hätten wir locker gepackt. Ich habe nur die eine Kurve natürlich voll verkackt. Ja, halt die Schnauze. Dich kennen wir, Junge, du kleiner Kackeimer. Das ist kein Ding. Wir nehmen jetzt immer dieses bisschen Noss, das wir hier schon noch drin haben, gleich mit. Ich hab mich wohl getäuscht. Oh, fuck. You. Mal dran gedacht, Zugriff. Bleib mal ganz geschmeidig davon. Ja, in deinem komischen... Ich komme jetzt. Alter, da hier voll der... Jawohl. Ich hol schon wieder auf. Ganz ruhig. Sag ich doch, ich hol schon wieder auf. Du hast es ja doch drauf. Oh, das war haarscharf. Rum, jawohl. Jawohl. Können wir hier ein bisschen Noss benutzen. Jetzt laden wir Noss erst wieder auf für die lange Gerade, die jetzt hier gleich kommt. So, dieser mache ich hier nicht den blöden Fehler. Jetzt sind wir dran. Und Sieg. So muss das sein. Und nicht anders. Mission erfüllt, Moody. Ich habe mein Level up. Jawoll. Mod-Punkt verdient. Ein Mod-Punkt. Mod. Alle deine Autos werden um 2 Stufen verbessert. Was heißt Mod? Punkt. Wenn das einer von euch weiß, schreibt es mal bitte in die Kommentare. So, Silber. Silber ist okay. Solange wie ich kein Bronze habe, Steuergerät gewonnen. Was kriegen wir durch Steuergerät? Bremsen. Na, Bremsbonus. Ob wir das auch unbedingt brauchen in dem Auto. Fortfahren. Rückkehr zur freien Fahrt. Okay, okay. Egal, wenn du mich lügen strafst. Kann ich am besten. Hast du von der verschwundenen Kohle gehört? Hab gehört, ein 510 hat es. Was soll das heißen? Moment, Moment, Moment. Relax, Mann. Relaxen? Wenn du den Bossen das Geld nicht wieder beschaffst, können wir auch gleich selbst in den Hudson fahren. Verstehst du? Okay. Also, Eric Chu. Er hat eine interessante Akte. Sieht mir nach einem interessanten Typ aus. Aber wir brauchen ihn auf unserer Seite.
Meinst du, du kannst... Ich hab mich verkeilt. Wenn ich's mit dir aushalte, wird der ein Kinderspiel. Ich hab mich verkeilt. Hab deine Nummer von Eric. Ich hab Arbeit für dich. Wer ist da? Alles, was du wissen musst, ist, dass ich der Mann neben dir ganz oben bin. Und ich hab was, das du für mich tun musst. Und wenn ich Nein sage? Wohl kaum. Okay. Okay, hier ist der... Das Autoteil nicht. Ich will das Autoteil zoomen. Ich entferne mich wieder. Ich will dieses Autoteil noch haben, Leute. Weil so langsam sollte ich anfangen, wenigstens schon mal ein paar Teile zu finden. Ah. Okay, ich schätze... Ah, da! Point. Was? Warum schon der 1 von 20? Ist das wieder ein anderes Auto? Hotwood. Hop on. Keine Ahnung warum, aber ist egal, okay. Wir erhalten Berichte über einen Raser in diesem Gebiet. Nein. Habt ihr nicht. Ich sage auf jeden Fall wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt bei The Crew. Mein Name ist Glabur. Wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis denne. Tschüss.